Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Sie haben mich angelogen, Yalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Was ist mit den Keeper-Daten? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Das kann nicht so weitergehen. Ich werde darüber Bericht erstatten. Aber ich kann nicht. Was passiert mit den Daten, wenn ich weg bin? Was wird aus unserer Forschung? Schade, aber über die Folgen hätten Sie nachdenken müssen, bevor Sie handelten. Aber diese Daten könnten dazu benutzt werden, alle Geheimnisse der Keeper aufzudecken. Denken Sie nur, was wir alles über die Zitadelle erfahren könnten. Was ist mit diesen Daten? Nun, es ist alles noch sehr am Anfang. Aber laut der ersten Scans sind die Keeper so alt wie die Zitadelle selbst. Wir lernen vielleicht, wie die Zitadelle gebaut wurde. Oder warum die Keeper immer alles umändern. Es gibt endlos Möglichkeiten. Wenn sie wichtig sind, bringen Sie sie denen zurück, denen sie gehören. Ich denke wohl, das sollte ich. Okay, ich bringe sie zurück und arbeite dort daran weiter. Danke, dass Sie mich nicht anzeigen. Ich werde diese zweite Chance nutzen. Ich verspreche es Ihnen. Schönen Tag, Yalit. Commander, hätten Sie Interesse, mir bei der Untersuchung der Keeper zu helfen? Was soll ich tun? Nehmen Sie einfach diesen Scanner. Immer wenn Sie einen Keeper sehen, scannen Sie ihn. Jetzt doch. Wenn Sie einen einzigartigen Scan erwischen, bezahle ich Sie. Das ist alles. Viel Glück und bis bald. Okay, daran kann ich mich so gar nicht erinnern, muss ich sagen. Jetzt muss ich mir das nochmal kurz anschauen mit der Signalordnung hier. Das Signal scheint auch... Ach nee, das ist Quatsch, das ist ja was anderes. Außer Kontrolle ist es auch nicht. Achso, das ist ja ganz unten. Nee, wo haben wir das denn? Kampfzeichen, Insignien. Oben untersuchen? Nee. Ich bin verwirrt. Muss das denn nicht eigentlich irgendwo mit sein? Das sind ja bloß die Dinger. Tja, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir sollen also irgendwas scannen. Aber was genau? Ja. Tja, ich weiß es nicht. Okay, zumindest will er das Ganze jetzt legal machen, das ist schön. Was mich ein bisschen wundert, er sagt, die ersten Scans weisen darauf hin, dass die Keeper so alt sind wie die Citadel selbst. Aber sie wissen auch gar nicht, wie alt die Citadel ist, oder? Denn sie gehen ja davon aus noch, dass das proteanischer Bauart ist. Und die Proteaner haben halt vor bis zu 50.000 Jahren, nee, an die 50.000 Jahre oder halt noch ein bisschen drüber existiert und ihre Hochkultur gehabt. Ich bin Detective Chen. Aber das Ding muss ja älter sein. Kommen Sie mit ihm an, Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Ja, ja. Aber das Ding muss ja älter sein eigentlich, da ja schon zig Zivilisationen auf der Citadel gelebt haben. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Wie bitte? Sie hätten Chenners Deckung auffliegen lassen können. Wir waren dort, um ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Denken Sie immer voraus, Detective? Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Sie sind schlau, Chalik. Finden Sie einen anderen Weg. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Sie ist nur Option A. In Ordnung. Okay, ich mach sie los. Hole sie sogar aus Koras Nest raus, ohne Gegenleistung. Aber mein Fall ist immer noch ungelöst. Wollen Sie mir nicht helfen? Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jenners Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Warum machen Ihnen diese Mods so große Sorgen? Wir haben Zugang zu den fortschrittlichsten Waffen, die es gibt. Das verschafft uns Vorteile. Was meinen Sie passiert, wenn wir die verlieren? Diese illegalen Mods verschaffen Verbrechern einen Vorteil, den wir nicht zulassen dürfen. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn Sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte.
Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Na gut, wir haben einiges an Kohle gekriegt gerade noch. Ist ganz gut, damit wir vielleicht mal wieder irgendwas so nebenbei noch mitkaufen können. Ansonsten, ja, das mit dem aus Koras Nest holen hat sich ja relativ schnell erledigt. Dafür müssen wir jetzt schon wieder irgendwas anderes machen. Also wir irren hier von einem Auftrag zum nächsten gerade. Ich würde sagen, dann nutzen wir jetzt auch mal hier die Schnellreisemöglichkeit und reisen zu den Märkten. Ist dann vielleicht ein bisschen besser. Okay, und da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir bloß noch Jax finden. Jax, was auch immer. Den Typen halt. Ah, da wird er uns ja auch schon auf dem Radar angezeigt. Wunderbar. Oh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das ein Kroganer ist irgendwie, muss ich sagen. Stehen bleiben! Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Haben Sie die Mods? Zeig ihm die Ware. Das sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Wir sollten ihn noch nicht verhaften, oder? Von mir aus, ich weiß auch nicht. Der hat doch gesagt, wir sollen die Mods holen und ihn bringen und damit gut, oder? Ich würde jetzt gerne nochmal in die... Bitte sehr. Machen wir so. Bitte sehr, viel Spaß damit. Kommt, Männer, wir sind hier fertig. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, aber ich glaube ja, da hat er gesagt, wir sollen einfach nur die Mods kaufen und ihn bringen, ne? Entgegennehmen, wir sollen keinen Ärger machen. Genau, haben wir das richtig gemacht. Wunderbar, das freut mich. Okay, war also die richtige Entscheidung, ihn einfach auszuzahlen und das dabei sein zu lassen? Gut. Manchmal ist eben nicht die... Oh, sicher kann ich das zurücknehmen. Idealistisch Danke. Beste Möglichkeit, auch die, die man ja unbedingt wählen muss, ne? So, zurück zur C-Sicherheit. Wo haben wir es denn? Hier. Okay, schnelle Nummer, kein Problem. Dann eilen wir mal kurz hier durch und dann würde ich sagen, machen wir uns auf ins Präsidiumsviertel, wo wir, denke ich, den Scan, die Ortung finden müssten. Also von der Manipulation im Flux. Commander, Sie haben etwas für mich? Ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Hier, nehmen Sie das, Commander. Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Es beweist viel Integrität. Sie brauchten nichts zu tun, als ich Jenna gehen ließ. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Wunderbar. Okay, wir haben irgendwas gekriegt, keine Ahnung. Sledgehammer 8. Ah, ja. Yeah. Oh, cool, wir haben sogar ein zweites. Das schauen wir doch gleich mal. Ah, nee, das ist gar nicht dafür. Das ist kein Waffen-Upgrade, das ist ein Munitions-Upgrade. Minus Hitzeabsorption. Ja. Ah, hier, plus Waffenwirkung, plus Giftschaden. Oh, gar nicht so übel, muss ich sagen. Ich glaube, das klatsche ich mir mal rein. Ich habe ja noch ein Uralt-Upgrade drin. So, und hier... Könnte ich mir... Ich glaube, ich mache mal das hier. So. Haben wir hier denn auch noch Dingens? Tatsächlich. Okay, ich hätte vielleicht nicht alle Upgrades verkaufen sollen. Aber es ist gut zu wissen, dass wir hier noch zusätzliche Slots haben. Dann muss ich demnächst mal ein bisschen da was reinpacken, wenn wir mal wieder ein paar Upgrades haben. So. Nächste Station sollte sein... Ich hatte gesagt, Präsidiumsviertel, ne? Genau, wir gehen erstmal in den Turm. Ja, und werden dort bei Admiral Kahoku vorbeischauen. Denn das haben wir ja schon seit einer ganzen Weile offen, dass wir ihm noch Bescheid sagen müssen, was aus seiner Crew eigentlich geworden ist. Leider sind sie ja alle verreckt. Tja, passiert. Nein. Haben Sie etwas von meinen Leuten gehört, Commander? Es tut mir sehr leid, Ihnen das erzählen zu müssen, Admiral.
Aber ihre Leute wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Okay. Vielleicht hätten wir das alles schon mal ein bisschen eher machen sollen. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen problematisch, dass wir schon so weit in der Geschichte vorangeschritten sind. Ich glaube, wir hätten die ganzen Nebenaufträge schon mal ein bisschen eher abgrasen sollen. Aber gut, hier oben haben wir sonst eigentlich nichts mehr zu erledigen. Was haben wir jetzt hier noch? Das sind die ganzen Sachen, wo wir hier einfach nur irgendwelche Dingens finden müssen. Moment. Strenus-System, genau. Das war ja das, was wir... Okay. Im Pferdekopfnebel ist das mit. Gut, proteanische Daten, das ist egal. Hier müssen wir noch hin. Okay. Das ist bei den Botschaften. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich erstmal nichts mehr außer der Signalortung. Das heißt, wir gehen mal... Oh, schade, ich dachte, das ist auch so ein Terminal zum Schnellreisen. Hier drüben, okay, hier ist es. Genau, dann reisen wir mal fix zu den Botschaften. Präsidium. Botschaften. Gut. Und... Dann können wir auch hier noch kurz die Mission erledigen. Ich glaube, das sollte relativ schnell gehen. Das wird ein kurzes Gespräch sein, dann hat sich das erledigt. Hier sitzt der eine. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So, nochmal ein kleiner Applaus für zwischendurch. Warum auch nicht? Und damit gehen wir noch kurz hier drüben vorbei. Öffnen bitte. Dankeschön. Ich weiß halt nicht, was für einen einzigartigen Scan, der eine Volo-Sitz sucht. Hier mit den Scannen der Keeper. Ich weiß nicht, was er da genau will. Wird mir ja auch nichts mehr angezeigt im Questlog. Von daher, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. So, aber machen wir erstmal den Kram hier. Mal sehen, was hier so bei rauskommt mit Nassana. Commander Shepard, ich bin Nassana Dantius. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich muss mit Ihnen über meine Schwester Dahlia reden. Sie wurde von Sklavenhändlern entführt. Dahlia ist tot, Nassana. Und ich weiß, dass sie erpresst hat. Und ich war kurz davor, sie zu manipulieren und auf ihre Spur anzusetzen. Aber das wird jetzt nicht mehr nötig sein, oder? Sie wollten, dass Ihre Schwester stirbt? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Ihnen eine Kleinigkeit auf Ihr Konto überweisen. Sie werden gewiss zufrieden sein. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Azari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, wie gesagt, kurzes Vergnügen. Okay, 60.000 ist jetzt wirklich nicht so schlecht.
Hat mir jetzt ansonsten aber nicht so viel gebracht. Ich will noch mal kurz mit Executor Paladin sprechen. Also haben Sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von Ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Ich kann nur hoffen, dass Sie mehr taugen als der andere, den Sie finden sollen. Ich werde hart daran arbeiten, Saren aufzuhalten. Hm, genau das macht mir ja Sorgen. Kann ich etwas für Sie tun? Nö, das war's eigentlich schon. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht besprechen. Ich wollte nur mal schauen, ob er noch irgendwas dazu zu sagen hat, weil das einzige Mal, dass wir mit ihm gesprochen haben, ja noch lange vor unserer Ernennung zum Spectre war. So. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach drüben zum Zugang zu den Bezirken. Denn ich glaube, dort ist irgendwo die... Moment, ich gehe mal hier lang. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar schon jetzt dort ist, wo wir hin müssen. Ich weiß es gar nicht genau. Also diese Signalortung, darum geht es mir gerade. Ich weiß halt, wo es im Endeffekt dann hinführen wird, das Ganze. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt schon dort ist oder ob wir da noch so eine kleine Schnitzeljagd vorher abarbeiten müssen. Das kann durchaus sein. Oh, ich sehe nichts, das ist gut. Ich weiß bloß nicht, ob das dafür steht. Das kann auch bloß wieder so ein blöder Amina-Dings sein. So ein blödes Terminal ist es auch, verdammt. Warum steht hier eigentlich ein Programmer rum? Hm, wer weiß. Eine riesige kroganische Statue kann man ja mal machen. Okay, wir haben hier noch... Ich will noch kurz mit dem reden. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Schauen wir erstmal die Nichtmenschlichen an. Vielleicht haben wir da ja irgendwas Schönes. Kroganer-Rüstung wäre eigentlich mal nicht schlecht. Auch hier Survivor. Könnte man durchaus. Wobei, hatte ich nicht erst was für Tali geholt? Das weiß ich halt gerade gar nicht. Also Turianer brauchen wir nicht. Aber hier so... Ach, die können wir uns auch gar nicht leisten. Müssen wir erstmal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwas verkaufen können noch. So, ach weißt du, komm hier, zack. Weg mit dem Kram. So, hier haben wir zum Beispiel Mansion Explorer. Ach, aber brauchen wir eigentlich nicht. Stufenwerk können wir auch die 7er Stufe verkaufen. Wir haben wirklich so einen Haufen Zeug. Das ist unglaublich. So, ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die gute Spectre-Ware verkaufe hier. Okay, das lassen wir da. Die Predator M auch. Wir haben ja schon wieder ein bisschen was an Kohle. Okay, vielleicht reicht das ja schon. So, kaufen. Holen wir mal die und... Ja, holen wir die auch noch. Komm, was soll's. Okay. Und wieder einmal herzlich willkommen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre. Quatsch nicht so lang. Ich will bloß mal kurz reinschauen. Was haben wir denn da? Kinetische Spule, Rüstungsupgrade, Schildinterface. Weiß ich nicht. Inferno, was gibt das? Ach nee, scheiß drauf, komm. Okay, hier hinten scheint es noch nicht. Also wir müssen dann im Endeffekt mal hier hinten hin bei der Signalortung. Aber das scheint jetzt noch nicht der Ort zu sein, an dem wir müssen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal noch ganz fix. Hey, wer bist du denn? Spectre, haben Sie einen Moment Zeit? Hallo Spectre, ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Kenne ich gar nicht. Woher wissen Sie, dass ich ein Spectre bin? So etwas spricht sich herum, zumindest in bestimmten Kreisen. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten und ich habe die Koordinaten. Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. Welche Verteidigungsmaßnahmen stehen den beiden zur Verfügung? Ich habe keine Ahnung, aber sie sind ganz sicher bewaffnet. Sie haben sich zerstritten. Beide glauben, der andere wolle ihn töten. Deswegen werden sie gut vorbereitet sein. Sie gehören selbst zu diesen Leuten. Warum sollte ich also nicht Sie verhaften? Verhaften? Für was? Wir unterhalten uns doch nur. Ich habe hervorragende Anwälte. Mich zu verhaften wäre reine Zeitverschwendung. Ich schalte Sie aus und dann übernehmen Sie und wollen mich umbringen.
Sehe ich wirklich so blöd aus? Danke. Aber Sie überschätzen meine Courage. Ich habe nicht vor, Sie umzubringen. Sie sind der erste menschliche Spectre und machen einen wichtigen Job für die Menschheit. Ich habe kein Interesse an rotem Sand oder Sklaverei. Wer daran verdient, muss sterben. Wir beide wollen also dasselbe. Und welche Vorteile haben Sie von dieser Sache? Mir gehören einige Anteile an einigen gemeinsamen Projekten mit Ihnen. Aber Ihre Geschäftspraktiken zwingen mich dazu, unsere Beziehungen zu beenden. Wenn Sie tot sind, werde ich das Geschäft auf seriösere Weise weiterführen. Was für Verbrechen haben diese Männer begangen? Sie sollen mit rotem Sand, einer absolut abhängig machenden Droge, handeln. Wer sie nicht mehr bezahlen kann, den verkaufen sie als Sklaven an die Batarianer. Sie sind skrupellos und lassen unschuldige Leute leiden. Man muss sie zur Strecke bringen. Finden Sie jemand anderes für diese Drecksarbeit. Ich werde nicht an einem Bandenkrieg teilnehmen. Wie dem auch sei. Hier sind die Koordinaten. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie damit machen. Wollen Sie wirklich diese Männer leben lassen, obwohl Sie sie aufhalten können? Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Kleines manipulatives Miststück. Wir haben aber ein paar Vorbildlichtpunkte abgeräumt. Natürlich gehen wir dorthin und machen die platt. Aber wir müssen ja erstmal so tun, als ob wir äußerst empört sind. Denn... Aber Jake hätte das ganz sicher nicht gewollt. Denn man muss ja erstmal... Woher willst du wissen, was mein Mann gewollt hätte? Zumindest weiß ich, was ich sage. Es ist mir egal, was du darüber denkst, Michael. Das ist meine Entscheidung. Ich weiß, wie traurig du bist, Rebecca. Aber du musst jetzt an das Baby denken. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielleicht können Sie ihr ja etwas Vernunft beibringen. Ich weiß ganz genau, was ich tue, Michael. Ich werde mich keiner Behandlung unterziehen. Meine Schwägerin hier ist schwanger und sie weigert sich, eine Gentherapie für das Baby in der Gebärmutter zu machen. Ich bin sicher, dass es dafür gute Gründe gibt. Ich würde auch gern die andere Seite der Geschichte hören. Mein Mann, Jacob, ist vor einigen Monaten an einer seltenen Herzkrankheit gestorben. Es ist möglich, dass das Baby an der gleichen Krankheit leidet, aber durch eine Standard-Gentherapie könnte es geheilt werden. Aber die Heilungschancen stehen schlecht, Michael. Und in den Extranet-Berichten steht, dass das Baby dabei Schaden nehmen könnte. Es ist weniger gefährlich als die genetischen Verbesserungen, die alle Allianz-Soldaten erhalten. Und wie wahrscheinlich ist es, dass auch Ihr Kind diese Krankheit bekommt? Die Ärzte beziffern die Chance auf 1 zu 50. Und wenn das Baby doch krank wird, gibt es auch konventionelle Heilungsmethoden. Aber die sind nicht annähernd so effektiv wie die Gentherapie. Wie viele Babys erleiden denn Schaden durch diese Therapie? 1 von 300, höchstens. Und in den Extranet-Berichten steht auch etwas über langfristige Komplikationen, die noch niemand abwägen kann. Verstehst du es nicht? Wenn mein Baby das eine von 300 ist, werde ich mich immer fragen, ob ich mein Baby unnötig getötet habe. Es ist Rebeccas Kind, Michael. Ich denke, Sie sollten Ihre Entscheidung respektieren. Aber sie trifft keine vernünftige Entscheidung. Sie reagiert nur blind. Aus Trauer. Ich weiß, dass Sie nur das Beste für das Kind Ihres Bruders wollen, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Natürlich ist sie das. Ich werde dem Kind eine Art Ersatzvater sein. Dann unterstützen Sie die Mutter des Kindes, wenn sie solch schwierige Entscheidungen treffen muss. Das Baby ist alles, was mir von meinem Bruder geblieben ist. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass es dem Kind gut geht. Es ist auch alles, was mir geblieben ist, Michael. Ich will doch nur, dass es Jacobs Kind gut geht. Das schulde ich ihm einfach. Es wird ihm gut gehen. Versprochen. Danke, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Ich weiß das zu würdigen. Gut. Nochmal ein paar Vorbildlichpunkte abgesahnt. Mensch, das geht ja hier hintereinander weg, wie das Brezelbacken. Oh, ich sehe schon einen Hanada hinten, das finde ich sehr gut. Manchmal fällt mir so auf, bei den Synchronsprechern, dass die einfach die Sätze falsch betonen, finde ich. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass das dann so genommen wird, weil es einfach unpassend teilweise klingt, wie die dann einzelne Sätze betonen oder einzelne Wörter in den Sätzen betonen.